Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske im Kapitel 5, das Kaiserliche Konservatorium. Wir sollen Brianna Ashworth ausschalten. Falls niemand weiß, wer das ist übrigens die, wenn ihr euch die letzte Folge angeguckt habt, auch wenn ihr es bestimmt getan habt. Naja. Das ist quasi die eine der Hauptcharakter, die sterben müssen. Gibt es ja ungefähr sehr viele in diesem Teil, die wir umbringen müssen. Und gegen die, die wir eigentlich generell standhalten müssen. Das heißt auf gut gesagt, wir dürfen nicht sterben gegen die. Und wenn wir gegen die sterben, haben wir richtigen Klotz. Richtigen Klotzcode in der Hand gehabt. Ich habe was gesehen. Wie komme ich zu dieser Nebenquest? Ohne zu stehen. Also es ist unmöglich, mich überall durchzuschleichen. Weil ich müsste dann jeden einzelnen auslöschen, um da durchzukommen. Ich kann ja nicht durchspazieren wie so ein Heini. So, hallo, ich bin euer Mechaniker. Ich will eure Stromkosten mal angucken, um zu sagen, wie gut die sind. Jo. Und ja, sterben wir denn nicht. Morgen ist ja schon Donnerstag, richtig? Ja, morgen ist Donnerstag, dann kommt Freitag und ab Freitag kommen ja wieder viele Videos und dann nächste Woche, ja, wird's sehr schwer. Also mal sehen, was war es?
Was? Alter! Das ist so verrückt. Schau dich an. Du hinterlässt in dieser sterbenden Stadt eine Spur aus Blut. Brianna Ashworth wäre als Mitglied der High Society unglücklich gewesen. Gezwungen, einen Banker zu heiraten. Nur dann wirklich frei, wenn sie sich auf Bällen betrank und heimlich mit Fremden darf. Geendet hätte es mit einer Scheinehe und einem Sprung ins eiskalte Wasser. Doch, kurz bevor ihre Eltern sie verheiraten konnten, vor all den Jahren, fand sie stattdessen Delilah. Danach wurde es ziemlich turbulent und sie schaute nie zurück. Vizeaufseher Byrne ist ein ehrgeiziger Mann, aber glaubt an die Mission des Ordens. Gute Bürger des Reichs vor Leuten wie uns zu beschützen. Tief im Innern wäre er froh, wenn Brianna Ashworths Kopf am Ende auf einem Speer stecken würde. Vielleicht auch deiner. Ich glaube mir meiner, aber... Junge, ich hab 6. Also nein, noch nicht. Die noch nicht. Das ist mit Abstand die krasseste Fähigkeit. Ist nur meine Meinung so. Müsst ihr ja nicht so, wisst ihr? Was? Gegnerische Granaten brauchen etwas länger, um zu explodieren. Das klingt so gut. Okay, aber warum und wieso ist man auf... Hier ist ja noch irgendwas. Ja, was ist denn in meiner Nähe noch? Mal schnell speichern. Come on.
Einige von ihnen haben die höheren Förderquoten und die neuen Steuern der Serkonischen Garde in Frage gestellt. Lassen Sie mich auf diese Hetzerei antworten. Illoyalität und Aufwiegelung werden nicht geduldet. Nehmen Sie Duncan Bates, meinen guten Freund. Er ist ein Patriot. Ein Mann, der nicht aufhört, bevor er aus jedem bisschen Silber glänzende Münzen gemacht hat. Ich wage Ihnen die Anzahl der Werbung zu verdoppeln und er tat es. Keine Fragen, keine Beschwerden. Und der war tot. Der ist tot. Und sagen wir es will. Aber er hat seinen Freund umgebracht, weil er kann sagen, was du willst. 100%, dass er ihn umgebracht hat. Weil wer hört auf so einen lächerlichen alten Sack, der irgendwie sagt, alles ist okay. Oh Mann. Hä? Da hat sich was bewegt. Wie bitte? Versteckst dein Gesicht, Feigling? Ja, das Wasser ist manchmal wieder. War das ein Schuss? War das ein Schuss? Komm zurück! Hey. Dein Halt! Bringt ein. Ist ein Silber! Ist zwecklos! Was zum Fick ist hier passiert? Warum sind die tot hier? Ich hasse Ratten. Mana ist so selten, ich glaube, ich bleibe erstmal so. Ist ja kein Mensch. Hallo? Ashworth ist irgendwo im kaiserlichen Konservatorium. Ich muss wissen, warum ein Schwert durchs Herz nicht genügte, um unsere neue Kaiserin Delilah zu...
Na toll. Töten. Das wollen aber schwarz nicht. Nach den Versuchen mit dem Grab haben sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mal sehen sollen. Nur Schnauzen, Zähne und Schwänze. So ist es einfach, liebe Pamelia. Delilah trägt das Outsider-Zeichen. Und manches, was sie kann, geht auf uns über. Das finde ich nicht fair. Würdest du lieber Hundefinger beim Netze weben oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser, als unter einem Joch zu leben. Das stimmt natürlich. So kann man die Dinge sehen. Aber das hilft Lucinda nicht weiter, in Delilahs Gunst aufzusteigen. Wo bin ich denn hier gelandet? Horst der Dämon? Wer ist das? Naja. Weißt du, ich bin einfach niemand. Boah, wisst ihr, wie schlimm das ist? Das dann funktionieren. Was? Schwester, bist du? Ich habe gerade ein 1 gegen 80 gemacht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was habe ich denn hier noch bauen? Linsen erforderlich. Ja, wo finde ich Linsen? Müsste die ja alle getötet haben, von A bis Z. Ah!
Ich stopfe mein Kind. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Warum ist das so schlimm hier? Alter, das kann ja noch... Das kann heiter werden. Ich hab ja fast gar nichts mehr. Oh, ein Knopf. Hallo. Niemand. Vielleicht war es nur der Wald. Ja, ich bin nur der Wind. Ich höre lieber. Die Stärke bezweifeln, dass sie nicht tot sind. Ich meine, das sind ja keine Menschen mehr. Das sind ja mehr gesagt Dämonen. Oh, okay. Eine Linse muss ich mir kaufen. Ach nee, das ist ja was. Leila ist bei ihr. Wenn du von Delilah gewusst hast, hättest du es mir sagen sollen. Mein Einfluss nimmt zu. Letzte Nacht bin ich mit einer durch einen Traum und wir tranken ab. Wohnen in ihrer Heimat. Vizeaufseher Burns Verdacht war richtig. Diese Sache mit Jindosh wirkt sich nicht aus? Nein, er hat an den Linsen weitergearbeitet. Dicker, dünner, undurchlässiger. Es war ermüdend anzusehen. Ich habe noch die alten Linsen und abgelegte Teile in meiner Werkstatt. Aber Jindosh hat vor einiger Zeit aufgehört. Jetzt liegt es an mir, die Verwendung zu erlernen. Was ist das denn? Ihnen lieb und teuer ist. Wollen Sie wissen, warum? Ashburns Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Digga! Jetzt warum die so, das erklärt zwar, warum die so schnell auferstehen können,
Ach du Scheiße! Ach du Heilige! Hier raus. Alles gestörte Dämonen, Hexen, keine Ahnung. Habe ich gerade Knochen eingesammelt? Ja. Ist auch richtig, ne? Na gut, dann würde ich erstmal die Folge beenden wollen. Da war eine Valkyrie später. Oh, was ist das denn hier? Wolfshunde können dich nicht aufspüren. Oh. Okay, das ist praktisch. Gegner lassen manchmal Granaten und geworfene Trümmer fallen. Ja, okay, das ist auch gut. Den haben wir vor kurzem für mich noch reingepackt. So, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten geht's weiter. Ciao.